der letzten Episode. Erzählt. 15 Kilo! Ein überlebensgroßer Barsch. Er ist sofort wieder zugefroren. Das ist ein Riesending. Gucken wir gleich mal, wie lange der Große braucht. Hm? Stunde 7, okay. Toll, dann ist er genauso groß. Was sagt das Gewicht? Das Gewicht sagt, aua. Ernsthaft? Wie schwer ist denn das Ding noch? Ist ja immer noch 15 Kilo, ja, tschüss. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei The Long Dark. Im Wintermute, im Story, im Redux, im Astrid-Modus. Wir sind, wie ihr seht, an Three Strikes Bauernhof. Und wollen hier den Geisterhirsch sehen. Tja, da wir Wasser brauchen, kümmern wir uns halt erstmal darum. Der Tag ist eh noch relativ jung. Der Geisterhirsch wird wahrscheinlich auch erst des Nachts herumgeistern. Nehme ich mal stark an. Ja, da muss ein bisschen mehr Holz drauf, damit wir die Runden kommen. Ja, das räume ich auf jeden Fall. 15, 14. Okay, das passt. Ja, das stimmt, aber das macht nichts. Ja, hier steht noch ein Gewehr, aber das ist das dritte oder vierte Gewehr, was wir inzwischen hier gefunden haben. Der hat noch seinen Därm und Fell. Auch damit werden wir nichts anfangen. Wozu auch? Ja, natürlich. Wir könnten... Was sagt der Tag? Wir könnten ja zumindest erstmal nochmal in die Höhle darüber gehen. Gucken, was dort ist. Ja? Achso, das sind die von dem Hirsch, die Krähen. Ja, in der letzten Folge sind wir zum Funkturmhügel raufgegangen. Noch. Das Gebäude ist aber abgeschlossen. Das gehört wahrscheinlich zu einer Mission. Ja, juhu. Das bringt uns leider. Das ist eine lange Kurve, haben wir jetzt nicht wirklich viel gefunden. Nur noch ein Gewehr und noch mehr Munition. Wir haben jetzt hierfür 36 und hierfür haben wir 32. Also. Ja, und juhu. Aber noch eine, ja. Ja, da ist ja auch noch eine Mission unterwegs, mit den vermissten Personen, ja, die schon seit Tagen da rumliegen. Tja. Erst die Nebenmission, dann die Hauptmission. Warum sind da oben Krähen zu hören gewesen? Achso, Zugkrähen, okay. Naja, guck mal. Ja, normalerweise liegt hier eine Leiche. Die gibt es hier aber nicht. So, dann gucken wir mal, ob hier irgendwas Interessantes drin ist. So, Monsterhöhle. Sieht aber nicht so aus. Jetzt haben sie wahrscheinlich alles rausgepatcht. Tja, nix. Wobei, die ist, glaube ich, auch im Sandbox-Modus ziemlich leer. Wieso die auch immer da? Ich weiß nicht, warum diese Höhle überhaupt existiert. Das ist für mich völlig schleierhaft. Weil letzten Endes, wenn du da ein Feuer machst an dem Three Strikes Hauptgrößer, an dem größeren Gebäude, ich nenne es mal Hauptgebäude, hier kriegst du ja eigentlich genügend Holz in der Gegend. Reicht das eigentlich völlig aus? Dafür kriegst du dich in das hintere Räumchen, dann bist du sicher vor Wind und Wetter. Ja, ich bin mal gespannt, was das Wetter heute Nacht sagt. Was sagt denn unser Stockbestand 33? Haben wir noch anderes Holz? Wir haben auch noch zwei Zedern, alter Schwede. Ja, nur falls es zu kalt wird, dann könnte man sich da theoretisch nochmal wieder zu Three Strikes zurückziehen. Ja. Ich nehme mal an, dass der Geisterhirsch um Mitternacht auftaucht. Das sind noch mehr Hagebutten. Ist ja so ein heimliches Thema aus der letzten Folge. Das sind Hagebutten. Da
oben sind auch gerne mal Wölfe. Ich weiß aber gar nicht, ob die jetzt überhaupt da sind bezüglich des Geisterhirschs. Wahrscheinlich nicht. Gut. Da hätte man die. Ja, wie ist denn das sonst? Haben wir sonst noch irgendwelche Nebenmissionen offen? Ich glaube, nee, es sieht nur noch Hauptmission aus. Und wenn ich ins Log gehe... ne, wo war das hier? Waldflüsterer. Finde alle Sammelgegenstände zur Geschichte aus Sicht der Bewohner des idyllischen Tals. Achso, okay, gut. Das noch. Das ist... Und die großen Geschichten, die man ja eventuell jetzt vollenden. Okay. Echt, da fehlen uns noch zwei. Wo waren wir noch nicht? Hm. Okay, wir haben waren auf jeden Fall noch nicht in dem... In dem Funkturmhügelgebäude. Aber ansonsten waren wir doch in jedem... Meiner Meinung nach in jedem Gebäude. Hm. Ich habe keine Ahnung. Naja, sehr schön. Das speichert er noch schnell vorher. Ja, dann verwende das mal. Ach so. Tales ist ein Achievement. Gut, das war's. Never been so hungry in my life. Komm raus mit dir, Hagel. Es ist auch noch hell. Das ist unglaublich. Mann, das kann doch nicht sein. Das ist die ganze Mission? Okay. Ja, das ist schon... Juhu. Vor allem, das war dann einfach die... Ihr nahender Sturm 6%. Waldflüsterer, ja, da fehlt uns halt noch was. Okay, was haben wir... Wir haben irgendwas bekommen. Die Rehlederhose oder was war das gewesen? Nee. Nö. Was war das? War das eine Blaupause oder was haben wir... Haben wir eine Blaupause? Tatsächlich, die Rehleder-Dinger haben wir bekommen. Wen interessiert es? Wer braucht denn sowas jetzt bitte? Achso, das ist die Musik, okay. Ja, komm wieder rein mit dir. Was sagt die Temper? Auch 21 Grad. Ja, du hast Hunger. Wir haben leider nicht mehr viel natürliches Futter. Dann nehmen wir einfach das, was wir dabei haben. Achso, hier ist noch ein ganz geiler Energieriegel. Und hier, was für die Krüchle. Ein paar Böhnchen. Ja, hoffentlich ist genug Kümmel drin. Ja, easy. Das mal mit easy vertragen. Ja. So, ich würde sagen, wir schlafen jetzt mal. Nein, du schläfst jetzt, nicht warten. 6 Stunden, das sollte ja eigentlich passen. Wir gucken mal, was die Temperatur heute Nacht sagt. Okay, es ist windig und blau. Sehr schön. Gut. Dann direkt weiter schlafen. Ja, ich muss aber genau einstellen. Wir machen aber 7 Stunden. Ja, auf jeden Fall. So, das war die Nacht. Ja, komm. Wir bampfen gleich mal. Der passt wahrscheinlich nicht mehr rein. 500 Kalorien. Doch, der passt rein. Ja. Dann rinn damit. Dann haben wir da erstmal Ruhe. 4 MAIs. Das ist so krass. 1750 Kalorien. Alter Schwede. Als Satbonus hältst du ja echt mit links. Das ist gar kein Problem. So, nächster Punkt wäre ja nah an der Sturm. Das heißt, wir haben hier die... Die 3 möglichen Punkte für ja, vermisste Personen. Und das soll dann irgendwie mit der Leuchtpistole gehen, oder? Wie war das? Ja, das, die, genau, die Vorräte haben wir vollständig.
Das war relativ einfach. Bringe die Überlebenden zurück ins Gemeindezentrum. Wenn ich auf die Karte gehe, suche die vermissten Überlebenden, bringe sie zurück, J, für weitere Informationen. Na gut. Wir hatten das mal, glaube ich, bekommen, als wir eines dieser Gebiete durchschritten haben, dass man die Signalpistole verwenden sollte. Und das ist wo genau? Wir müssen über die Brücke, okay. Das ist einfach auf der anderen Seite des Flusses. Lied kriegt mehr hin. Naja, die Vögel kriegen sich wieder nicht ein. Achso, kommen wir überhaupt durch? Ich denke schon. Ja, auf jeden Fall easy. Easy, meine Güte. Guck mal hier. Ganz easy, kommen wir da ganz easy runter, wisst ihr? Ja, uns geht's blendend. Das war auch schon mal anders. So, gibt's hier noch mehr. Sieht nicht danach aus. Kommen wir hier hoch. Sieht nicht danach aus. Doch, sieht es. Wölfe, Wölfe. Dann nehmen wir schon mal das richtige Werkzeug dafür. Für den irgendwie Herr werden. Am besten ist es, wenn man sie trifft. Wenn man daneben trifft, dann halt nicht so ganz. Also sind wir jetzt schon in einem der Gebiete drin? Nö, sind wir nicht. Das ist eigentlich auch eher da drüben, okay. Wahrscheinlich irgendwo bei dem Felsen oder bei den zwei Wölfen da drüben. Wahrscheinlich der Hirsch, der da hinten liegt. Das ist einer der Überlebenden. Sind das Timberwölfe? Nee, oder? Sind das Timberwölfe? Ja, ich glaube, es sind Timberwölfe. Natürlich sind es Timberwölfe, sonst würden die nicht zur Mission passen. Oder? Oder nicht? Oder wie? Oder was? Nee, das sehen schon aus wie Timberwölfe. Irgendwie schon, ne? Gucken, ob sie Angst haben oder ob sie angreifen. Da guckt er. Ah ja, jetzt. Okay. Getroffen. Das war's dann schon. Du musst die echt nur einmal antreffen. Das ist ja krass. Gut, dann schnapp dir mal die. Mach mal ein Schüsschen. Ja. Da drüben, okay. Ah. Gucken, wo es runter geht. Da ist das nicht immer im Zentrum, Gott. Gut zu wissen. Heißt das, wir müssen die jetzt dann auch ins Gemeindezentrum buckeln? Ach, na jo. Das war mit der Gwen ja schon so speziell. Da vorne leuchtet es auf jeden Fall rot. Können wir mal da hingehen. So noch. Hallo. Mädel, du kennst das. Heben's die Füße? Naja, guck mal da unten.
Easy. I'm here now. Nur ganz ruhig, ich bin hier. Toll, wir haben nur eine gebraucht. Dann nehmen wir die erstmal alle. Ja. Schmerzmittel. Lagerfeuer geht unendlich, echt? Das ist ja Hammer. Ein unendliches Feuer. Brauchen wir noch Wasser? Ein bisschen. Dann setzen wir einfach 2,5 Liter auf. Achso, wir haben 2 Dosen, echt? Das ist ja der Hammer. Wie viele Dosen haben wir noch? Weight. Die Wade liegt bei 48%. Let's see what's wrong here. Weight hat Durst. Bin ich ja froh, dass wir gerade Wasser kochen. That should be better. Gut. Ja, ich mach mir gerade Wasser. Du hast mir was weggetrunken. Und außerdem brauche ich eh noch was. Achso. Ja, da trink's halt. Ist ja egal. Da speichert das Spiel. Ja, wahrscheinlich sollte man schon los. Damit wir das... die Wade mal mitnehmen. Ja, jetzt müssen wir den wieder tragen. Komm, Wade. Wir warten mal Richtung Gemeindezentrum. Wade, hast du gesagt. Warte mal ab, wir sind bald da. Temperatur geht ein bisschen runter, naja. Dann müssen wir vielleicht wieder eine Scheune in Zwischenstopp an. Ich kann leider nicht rennen. Also wir sind so langsam unterwegs, wie wir sind, okay. Tja. Aber nicht die Waden verstauchen hier. Mal Rückenwind, das ist doch schön. Damit hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Na schön. Halt, weg, weg mit dir. Ja. Ja, 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 ja. Hallo? Du sollst die 2 nehmen, du Penner. Wo? Cool. Cool. 3 Treffer. Das war's. Haben von hinten die Penner. Triggerwölfe, Junge. Was sagst du dazu? Hast du damit auch zu tun gehabt? Wie wir diese Wölfe lieben. Immer sich mal in Ruhe am Rücken kratzen, dann kommen gleich so Penner. Ja, es ist auch noch hell, also wird jetzt auch noch nicht die Augen zumachen. Übrigens ist der Tag zurückgespult worden. Mensch, Triggerwölfe, das kann nicht wahr sein. Tja. Dies ist schon krass. Mit diesen Mistviechern. Ja, ja, der Wade hält auch durch, keine Sorge. Seine Prozente steigen ja jetzt auch, wo wir bei ihm sind. Das kennt man ja auch, wenn man Fleisch kühl stellt, dann hält es ja seinen Zustand. Nur interessanterweise, also wird sozusagen nicht schlechter. Interessanterweise, wenn man es hochnimmt, dann wird es besser. So. Die Richtung ist da drüben. Das ist auch ganz gut, dass wir zuerst mal die Person, die am weitesten entfernt ist, nehmen. Hast du schon mal gesagt. Es ist immer noch Mittag. Der Tag geht aber jetzt vorwärts wieder. Gut. Ist das dein Herz oder ist das sein Herz? Boom. Wahrscheinlich ist es ihr Herz, das blaue. Zusammen schaffen wir das, was? Ja, wir sind die Einzigen hier, die was tut. Dann lassen wir
Sprüche. Wenn mir jemand so wenig rumtragen würde und solche Sprüche bringen würde, würde ich aber auch an seinem Verstand zweifeln. Schon ein wenig. Okay, Temperatur vom Weight sinkt nicht mehr so schnell. Guck mal, Zugvögel. Naja, wir werden im Schuppen dann oder in der Scheune da nochmal einen Zwischenstopp machen. Was? Noch jemand zum Tragen? Ist der Wade so ein Hillbilly? Okay, hier scheint es zumindest mal freier zu sein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Bei der Scheune flickert irgendwas. Ich weiß aber nicht, was das ist. Junge, das ist nur ein Licht im Himmel. Das nennt sich die Sonne. Tja. Kann ich irgendeinen der Traktoren flott machen und dann Anhänger dran? Das wäre schon viel einfacher. Es ist jetzt auch nicht so kalt, also das müsste eigentlich schon funktionieren. Sind ja da in Sibirien noch ganz anderes gewohnt. Hey, muss man schon genau schauen. Na gut, wenn der Wade natürlich ein Feuer hatte, was unendlich geht, das muss man natürlich sagen, es ist schon viel Glück, so ein Feuer zu finden. Da hielt man es natürlich schon aus. Gucken, ob die anderen beiden auch so viel Glück haben. Tja, der Wade ist kein Leichtgewicht. Wenn du selber nur so ein laufender Floh bist, dann ist das natürlich schon schwer. So, kann man aber froh sein, dass gutes Wetter ist. Genau, wir sind gleich in der Scheune. Also wenn wir dich erstmal wieder warm machen und dann hast du wieder ein paar Prozente gewonnen. Seufzen. Mann, was sagt deine Temperatur? So. Komm. Don't fall asleep. Stay with me. So, dann machen wir dasselbe wie mit dem anderen. Machen einfach ein Feuerchen hier. Haben wir eigentlich eine Fackel? Halt. Ja, haben wir. Geh jetzt ein bisschen schneller. Ja, komm, mach mal. 75%. Tja, ob wir das schaffen. Offensichtlich nicht. Gut. Gucken wir gleich mal, ob wir da irgendwie eine... Ja, ja, komm, nachlegen. Nimm dir mal eine Fackel. Ja, die ist besser. Das ist da. Und dann schmeißt du die andere Fackel wieder rein. Die 27%. So, wait. Jetzt kriegst du erstmal was zu trinken. Jetzt gib ihm doch einfach, er braucht gar nichts zu trinken, okay? Aber wenn er das nicht braucht, wir essen mal was, weil wir haben auch hier schwer zu tragen. Was sagt denn der? Kalorienbestand. Oh je, je. Da geht ja gut was runter, meine Gute. Und dann kochen wir am besten einfach nochmal einen Liter, oder?
Wahrscheinlich macht das Sinn. Wir sind eh mit dem Weight schwer überladen. Da macht das dann auch nichts mehr, ob wir da noch einen Liter Wasser mehr haben oder nicht. So. Fertig. Halt. Jetzt nimm doch einfach das Wasser. Oh, ich weiß nicht, was du von mir willst. Der Weight ist auch wieder warm. Sehr schön. Will er jetzt was zu trinken? Jetzt wieder was. Gut. Alles klaro. I've done what I can. Echt? Ja, dann lass mal hier. 61% ist er. Gut festhalten. Was? Speichern? Ja, okay, gut. Dann speichere mal. Achso. Knarre geht ja nicht, wenn man was auf dem Rücken hat. Gott. Haben wir den Kohlenbehälter eigentlich schon entleert? Nö. Das habe ich schon mal gefragt, oder? Wundern würde es einen nicht. Ich guck lieber hier. Er ist ja mit allem zu rechnen. Hey Wade, magst du eigentlich die Gefahr? Oh ja. Jetzt bloß nichts verstauchen hier. Hervorragend. Achtung. Naja, das war gar nicht so schlimm. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Geht stimmt nicht. Es waren nur 10. Aber wir wissen, wer das war. Und 10 Entwickler von Hinterland? Das sind wahrscheinlich die Leute, die dann mit im Laufe der Zeit alle gekündigt haben. Wir haben übrigens noch ein bisschen Kleidung. Das ist allerdings alles noch beim Flugzeug. Nur falls hier kalt ist. Aber in der Kiste müsste eigentlich auch noch was sein. Im Gemeindezentrum. Schlapp. Überall grünes Feuer. Ja, das ist, das ist Barium? Ich glaube, das ist Barium. Was Feuer grün macht. Hatte ich während meines Chemiepraktikums. Da musste man dann irgendwie so eine Feueranalyse machen als einer der Abschlusstests. Und dann habe ich halt den Betreuer damals gefragt, ob er nicht mal Barium machen könnte. Ja, dann hat er mir tatsächlich in meine Probe, die ich dann sozusagen untersuchen sollte, Barium mit reingetan. Das war ziemlich cool. Beim Brenntest war immer alles grün. Das ist schon cool. Ja, easy. Bis wir da sind, ist er weiter auf 100%. Das ist gar kein Problem. Ja, das sagte sich wahrscheinlich zu sich selber. Oh, nicht mehr bereit. Oh, mein Kreuz. Naja, inzwischen haben wir tatsächlich nachmittags. Bienenstich. Gut, dann sind wir ja gleich da. Sehr schön. Schlau, nichts stimmt. Ja, die sind ganz schön schwer, so Überlebende. Denkt man gar nicht.
So. Das Gemeindehaus. Warte, hatte, dute, da. Ja, kein Problem. Was soll ich jetzt machen? Hier ist kein Bett mehr. Doch, da ist wieder eins frei. Hast du da hin? Ja, schon. Mit dem Bein da drin und dem Kopf. Gut. Platsch. So, nun. Suche die Vermissten. Hallo, kannst du mal scrollen? Was soll ich denn noch machen? Ich habe da nur ein Scrollrad. Gut. Den haben wir schon gefunden. Brücke der Einkehr. Und im Bärenwald. Echt so weit weg noch. Oje, oje. Was sagt der Tag? Eigentlich geht's noch. Dann legen wir erstmal ein paar Sachen aus, damit wir selber erstmal leichter werden. Genau. So viel Feuerstelle braucht man nicht. Das lasse ich auch erstmal da. Oh, wir haben fast keinen Zunder mehr. Dann müssen wir das mal mitnehmen. Die brauchen wir nicht alle, die brauchen wir auch nicht alle, die brauchen wir auch nicht alle. Die bleiben jetzt mal da. Kleidung, da haben wir die Fäustlinge gewonnen. Da können die Rohrkolben da bleiben. Und eine MAI reicht uns. Okay. Brauchen wir wirklich die Säge? Ich glaube nicht. Wenn wir sie brauchen, dann müssen wir sie halt holen. Aber das ist schon okay. Komm, weg damit. Wenn die eh nicht. Die bleiben da, die bleiben alle da. Die Stöcke nehme ich mal mit. Beziehungsweise können wir da eigentlich auch mal, keine Ahnung, 15 loswerden. 20 ist immer noch mehr als genug. Wir haben ja noch 20 Schuss fürs Gewehr, alter Schwede. Und noch 36 für den Revolver, also. Easy. Easy. Ja, und dieses Gewehr, diese Leuchtpistole, die sinkt mit jedem Mal. Hier ist übrigens immer noch das Brecheisen. Tja. Sinkt mit jedem Schuss 4%. Alter Schwede. Gut. Dann heißt jetzt auf zum Birkenwald. So. Das heißt, in die andere Richtung, als die wir rausgekommen sind. Die Umbaumaßnahmen, das haben wir ja, also hier von dem idyllischen Tal haben wir ja im Schleicher und im Interloper schön zu sehen bekommen, wie da die Stöcke und Zweige und so weiter herumschweben. Es ist ein Traum. Apropos Traum. Oh, ich habe schon wieder diesen Albtraum. Tja. So, sind wir in die richtige Richtung unterwegs? Wir sind präzise in die richtige Richtung unterwegs. Dann behalten wir die mal bei. Aber was da wolle. War kein Problem, easy. Bei dem Spielmod darf man nicht zu viel nebenher machen. Da muss man aber ganz genau sich an das halten, was hier passiert. Ja, wir könnten nochmal zu dem See rüber. Noch den einen oder anderen Rohrkolbenstängel mitnehmen. Man weiß es nicht, aber vielleicht braucht man es ja doch irgendwann mal. Vielleicht gibt es hier mal eine Nebenquest. Sammle 100 Rohrkolbenstängel. Bringt natürlich nichts, wenn du die dann alle schon gegessen hast. Tja, das zählt dann nicht mehr. Ist das noch neblig oder wie ist das hier? Das sieht fast so aus. Das
So, wie sieht das hier aus mit Rohrkolben und so weiter? Nix. Könnte man auch gleich noch Zunder gewinnen, wenn da was da wäre. Gut, dann halt nicht. Ist ja auch nicht notwendig. Passt schon. Und soll auch rausgepatcht. Nee. Du hast genug zu essen. Konzentrier du dich immer auf dein Zeug. Sind wir eigentlich schon drin? Da sind wir schon. Wir sind schon im Gebiet. Hier gibt es ja einige Felsen. Aber man könnte erstmal zu den, falls sie noch da sind, zu diesen Baracken gehen. Naja, guck mal, hier haben sie noch ein paar Bäume umgeknickt. Warum ist dein... Schritt auf einmal so leise. Hm. Das war irgendwie so, als wäre das beabsichtigt. Kann man die eigentlich auch finden, ohne dieses Leuchtfeuer zu verwenden? Diese Leuchtpistole, oder ist das ein Muss? Die ganze Zeit das Gefühl, den Bären hier zu hören, der hier herumschabenzelt. Hm. Was man sich halt so einbildet. Ah ja, das Haus schwebt. Sehr schön. Oh, guck mal. Blöd, dass wir schon gegessen haben. Ah ja, guck mal, da drüben. Dann brauchen wir die gar nicht. Dann brauchen wir die ja gar nicht. Ich bin ein Doktor. Ich bin hier, um dir zu helfen. Genau, ich klaue dir deine Signalpatronen. Und dein Trockenfleisch. Wie geht's denn dir? Die Ava ist auch auf 48%. Gut, unter den Umständen. Hm. Jetzt mal lieber heute Nacht hier bleiben, aber auf der anderen Seite ist es eigentlich noch hell genug. Was ist denn eigentlich dein Problem? 48% ist halt nicht sehr viel. Also, ich brauche noch was zu trinken, okay. Das haben wir ja dabei. Na, war das gut, hm? Wasser? Ja, doch. Haben wir noch. Tja, dann auf geht's. Uff. Hast du es? Gut, Kopf hoch. Kopf hoch, meine Gute. Mhm. Da liegt übrigens Kaninchenfleisch, nur falls du da gerne was hättest. Ja, ich rechne wieder mit hier drinnen, vor allem in dem Birkenwald, mit diesen Triggerwölfen. Das ist natürlich besonders geil, wenn die da um die Bäume herum schawenzeln. Eigentlich. Ah, da vorne ist die Rauchfahne, okay. Ja, ist tatsächlich nicht so weit, da hast du recht. Dass sie da nicht da sind. Also, wenn sie dort da hinten ist und das, die Rauchfahne da vorne sieht, dann wäre ich doch da hingelaufen. Verstehe ich nicht. Naja. Ich, dass der Nebel noch ein bisschen wegbleibt. Sieht jetzt nicht super neblig aus, aber jetzt auch nicht danach, als würde hier nichts passieren. Wettertechnisch. Mhm. Komm, runter mit dir. Von da hinten kommen sie, okay. Gut, es hat ein bisschen mehr gebraucht.
Sehr schön. In der nächsten Folge tragen wir die Ava, die jetzt schon bei 50% ist, noch nach Hause. Der Tag ist auch noch gut. Eventuell könnten wir nochmal los und mal gucken. Brücke der Einkehr. Da die Person vielleicht noch orten. Dann mal schauen. Sehr schön. Danke euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut.